Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal aufzeigen, wie ich meine Bäume bei der Trockenheit bade. Also eine Badewanne für meine Bäume anlege. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Ja, alle Jahre wieder bei der Hitze, unsere Bäume bekommen kein Wasser. Und ich möchte euch heute mal aufzeigen, wie ich eine Badewanne für meine Bäume gebaut habe. Oder andersrum gesagt, wie ich meine Bäume hier auf meinem Grundstück ganz einfach bewässern kann bei dieser Hitze. Ja, und ich verwende für meine Langzeitbewässerung hier solche Baueimer. Oder hier so eine 65 Liter Spatte, geht auch sehr gut. Und in diese Bude werden wir jetzt hier Löcher einbringen und in den Eimer auch. Da habe ich jetzt schon mal einen 1,5 mm Bohrer genommen. Könnte auch auf 2 mm gehen. Geht genauso gut. Kommt natürlich dann etwas mehr Wasser durch. Und jetzt bringe ich hier mal ca. 20 Löcher an und werden wir jetzt mal starten. So, jetzt haben wir hier 20 Löcher reingebohrt, sollte zu lang. Und jetzt im Bauereimer hier, was sind das hier, 10 Liter, werden wir jetzt mal hier ca. Ja, 5 Löcher reinbohren. So, als nächstes habe ich jetzt meine Butte an den zu bewässernden Baum gestellt und diese werde ich jetzt hier füllen. So, ich habe jetzt meine Butte befüllt mit Wasser und jetzt lassen wir ganz einfach mal die Schwerkraft wirken hier und lassen das Wasser tröpfchenweise jetzt in den Boden hier ganz langsam versinken. Und da wird dann auch mein Baum was davon haben. Und das Gleiche kann man natürlich auch etwas anders machen. Und das Gleiche machen wir natürlich hier. Dann müssen wir schmetterlings wieder. Dann machen wir natürlich unseren Zentelbäumer. Und das seht ihr auch schon mal, wie das funktioniert. Hier tröpfelt es nämlich unten mal raus. So, ganz langsam und kann dann dementsprechend langsam unsere Erde anfeuchten. So, das sollte hier zu lang. Und damit sollte jetzt hier die Bewässerung sichergestellt sein. Ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen neuen Tipp geben, wie man Bäume ganz einfach baden kann. Und wenn das Video euch gefallen hat, wie immer ein Like, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ein Abo dazu hier unten. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt Jörg erklärt's.